bin schüchtern. Das gibst du, du hast sie so unterdrückt, die darf nicht reden. Ja. Oh. Sprich zu uns, Bruni. Mund zugetaped. Oh, oh, oh. Ja, wer führt hier? Ja, der Führer. Was geht? Jupp, sollte ich immer. Ich finde die scheiß Blumen nur nicht an. Als DD meine so Waffe eine müssen wir jetzt angreifen. Schatz, die wird nicht. Kommt drauf an, also ich sag mal, später ist es so, dass das, was du auf dem Waffenslot hast, angelegt hast, so verschwindend gering ist, der Unterschied von der Maid, dass es unwichtig ist. Generell, wenn du den Waffenslot relativ hoch geupgradet hast, dann ist eigentlich fast egal, was im Slot drin ist, weil du das meiste irgendwie von dem Slot und nicht von der Waffe kriegst. Also bei mir ist es zum Beispiel gerade so, ich habe eine 368er Waffe auf einem Slot, der mir 512 gibt. Ist bei mir ziemlich das gleiche, ja. Auf 512. Aber nee, ich überlege jetzt halt nur, ich habe Partikel der Meisterschaft, weißt du, was ich jetzt als erstes wieder upgrade, ob ich jetzt Ringe, ich meine die Zusatzwaffe bringt mir halt nur aus. Damage oder warum gehen die runter? Keine Ahnung. Schwellen. Aber Aggro hier, ne? Oder hat. Warte mal, was passiert? Ja? Ich? Nein. Ich hab Sven gesagt. Was ist denn? Wo wohnst du nochmal? Bei Gutshagen. Ah. Nicht umgezogen, oder? Was? Nicht umgezogen, oder? Nein, Körle umgemacht. Was heißt denn Körle? Da wohne ich. Körle. Körle Gutshagen. Hässlicher Name. Ja. Guck mal, keine schönen Menschen aus dem Dorf, oder? Vergleichst jetzt einen Dorfnamen mit dem Stadt. Ja. Ja. Das wäre aber noch nicht wirklich gut dran. Big Bass. Ja. Gehörde. Warte mal, lass mich mal gucken. Boah. Haben wir doch letzte Woche die Stunde Fahrt oder ein bisschen mehr oder so? Ja, Stunde 20. Stimmt, das hatte ich schon mal. Ja, warum halten die so viel aus? Weil wir auch Impossible hier drin sind. Ja, also ja, zumindest. Ist very easy. Ja, zumindest zwei von uns haben es auf Impossible. Ich glaube, das sind zwei DDs. Und der Tank. Ah, okay. Das erklärt einiges. Mist! Boah, das ist halt die übelste. Die Hassstrecke da nach Kassel. Ganze Bundesstraßenkultur. Mhm. Bis nach Borken. Borken zählt dann auf die Autobahn. Ja, wie könnt ihr auch das dann like machen? Das ist doch very easy stellen. Also ganz ehrlich, ne, der geht 10-mal schneller runter als die Gruppen davor. Echt? Dein Ernst? Es war wieder bloß ein großes Viech, okay. Aber trotzdem, Aber warum habe ich ihn eben in den Fünfer-Innis?
habe ich die ganze Zeit diese Sparks of Evolution bekommen und nicht die Klassensparks. Warst du mit einer anderen Klasse drin? Bitte? Warst du mit einer anderen Klasse drin? Nee. Nee, weil du die da irgendwie generell vorher kriegst, weil ich meine, die kannst du ja anstelle von Klassensparks einsetzen. Die kannst du halt in jeder Klasse einsetzen. Naja, ich hab. Und das kriegst du in 5er Inis kriegst du das meistens deswegen, weil du vielleicht, damit eine Gruppe voll wird, eine Klasse spielst, die du eigentlich nicht spielen willst. Zum Beispiel, okay, wenn du so nach dem Motto, okay, ich bin eigentlich DD, aber wir brauchen irgendwie einen Tank oder einen Supporter, dann spielst du die halt, aber damit du die quasi nicht umsonst spielst, kriegst du die Dinger, die du überall reinpacken kannst. Ja, du kriegst da generell die Evolution Spark. Okay. Ja, weil fertig bin ich noch nicht, deswegen hab ich 500. Genau, da habe ich auch noch gerade eine Frage an euch Experten. War, wenn ich jetzt Kinetic durchskillen will, da brauche ich ja nur, ich muss alle Talente und alle Fähigkeiten freischalten, ne? Ja, also du musst einfach immer nur die Mittelbommel, du musst alle Mittelbommel von diesen Dingern machen und alles, was irgendwie so links und rechts abgeht, das kannst du halt ignorieren. Aber es muss jetzt nicht alles komplett verbunden sein oder sowas, ne? Das ist egal. Solange ich immer nur die ganzen Talente und Fähigkeiten habe, ja, ist egal. Also quasi so, du gehst immer den Hauptweg durch, halt Talent und Fähigkeiten. Und wenn irgendwie links und rechts oder nach den Talenten und Fähigkeiten irgendwie noch so ein, zwei Dinge abgehen, die kannst du dann halt auslassen, die kleinen. Okay. Wollte ich wissen. Und vorne, die brauche ich auch, also bevor jetzt die Classbugs anfangen, das ist vorne der erste Kreis immer, noch relativ günstig ist, das brauche ich auch. Teilt sich ja meistens auch schon in zwei Wege auf. Was meine? Bitte einer die Augen offen halten, nicht dass der Raptor einmal geil, guck, kommt. Du meinst bis zum Klassenpunkt. Genau. Klassenspaß anfangen. Ja, bis da solltest du halt bei den Klassen mal mindestens gehen. Ja, aber. Was für der erste Gesicht? Für das Symbol und sowas musst du es auch vorne lassen. Freischalten. Ich glaube, da musst du alles freischalten. Okay. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich habe nämlich noch keine Klasse soweit. Das wird zwar die Woche mit dem Leitbringer, was ich nur auf 100% kriegt, aber das dauert. Ich war die Frage, wenn du ein Spiegel aufgeben musst, um die Sparkstoff Evolution zu kriegen. Nein. wann man das Klassensymbol bekommt. Wenn du alle Talente und alles geht, dafür brauchst du aber nicht alle Punkte. Ach, du brauchst nicht alle Punkte. Nein. Alle Punkte nur brauchst du nur für die Sparkstoff Evolution und für das Kostüm, glaube ich. Nochmal bitte. Für das Kostüm und was? Die Sparks of Evolution, also die ultimativen Sparks, die kriegst du erst, wenn du eine Klasse komplett ausgespielt hast. Auch alle Punkte mit Ausdauer und Macht. Ah, echt? Ja, aber das lohnt sich. Also ich sag mal, das machst du halt, du skillst halt wirklich alles in der Klasse, was du nur skillen kannst, wenn es eine Klasse ist, die du tatsächlich spielen willst. Genau. Und wenn es halt eine Klasse ist, die du eigentlich bloß für das Klassensymbol haben willst, dann kannst du halt eben nur die Main-Dinger skillen. Das Schöne ist halt, deine Main-Klasse, wenn du die jetzt halt oft spielst, kannst du dann halt mit dem Sparks of Evolution halt parallel andere Klassen damit spielen. Naja, das ist ja klar. So ist das System gedacht. Ja. Aber die zwei Limits, also die zwei Limits kriege ich auch zusätzlich mit dem Symbol. Die zwei Limits. Ja, das Symbol. Ja, genau. Das ist Symbol im 2 erholt wird. Vor allen Dingen kannst du aber auch mit den Sparks of Evolution kannst du auch die grün, blau und roten Dinger freischalten von normalen Klassen. Vorne die, ja. Also du sparst damit sozusagen die anderen Kristalle. Ja. Ja, und aber vorne das Ding Kram muss ich auch alles haben für das. Okay. Also auch diese, wo noch halt die farbigen Sachen sind. Das darauf wollte ich vorhin hinaus. Ach so. Das brauche ich auch alles. So, ich bin dann mal raus. Wir sehen uns dann morgen. Jo, ciao. Okay, ciao. Ciao, ciao. Das ist ja eigentlich doof. Hätte mich gefreut, dass ich mein Bild. Ich weiß nicht, ob ich Kinetic jetzt weiter spielen will, großartig. Macht dir der keinen Spaß? Ich weiß nicht. Also, als Range-Ding fällt er mir schon ganz gut, aber ich mag dieses. Ich mach mal alle 30 Sekunden richtig krassen Schaden. Und dann hab ich halt so ein paar Bubbles. Mich halt immer wieder. Also, du hast wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie ich. Er ist eigentlich ganz witzig, aber nur wenn du ihn in Gruppe spielst. Solo ist er irgendwie doof. Nee, das finde ich nicht mal. Bei mir ist es so irgendwie. Solo finde ich ihn irgendwie doof.
kann halt sein, weil ich ihn nicht mit vernünftigen Talenten kriege, weil ich ihn immer nur irgendwie hier und da mal in der Instanz spielen darf. Vielleicht aber würde er mir mehr Schaden, mehr Spaß machen. Merkst du das? Also Schaden kriege ich jetzt hier eigentlich gerne, auch wenn er gut rauskommt. Gut, wir können eigentlich. Aber außer also, wenn es mal voll in den Skill rein. Ja, dann merkt man's. Also das ist kaum der Unterschied zum Paladin. Jetzt habe ich gerade mal eine gute Kelle gekriegt. Ja, ich habe halt eine. Also ich sag mal, das wäre auch irgendwie ziemlich armseliges Klassendesign, oder? Wenn der Tank, den du irgendwie dir ewig freispielen musst oder eben kaufen, wenn der merklich schlechter wäre als der, den jeder Freespieler direkt am Anfang kriegt. Naja, aber du musst das auch so sehen. Du musst den Freespielern das auch schmackhaft machen, dass ihr tanken. Ja, klar. Ja, deswegen darfst du halt keinen von beiden furchtbar stärker machen, sondern beide irgendwie halt unterschiedlich, aber gleich gut. Der einzige Vorteil, der wirklich vergleicht, wo man sagen kann, das ist ein Vorteil, ist, dass er einfach solo noch viel spielbar ist. Und der hat Anti-Range-Attacken, der Paladin, glaube ich, nicht hat. Ja, ja. Das ist richtig. Die ganze Geschichte genau mit den Falken, du kannst einfach um einen nervigen Boss, an den du nicht rankommst, kannst du rumtänzeln und die Falken draufschmeißen die ganze Zeit. Das ist schon richtig geil. Wobei irgendwie, also ich habe jetzt schon Streamviewer gehabt, die halt gesagt haben, die ganze Zeit das Rumgeratter vom Gunner, das ist denen irgendwie, das geht denen auf die Nerven. Geht mir jetzt nicht so, aber alleine schon irgendwie so einen Bossfight die ganze Zeit den Falken hören, der geht irgendwie mir auf die Nerven. Technisch. Also ich weiß ich nicht. Das ist wie eine, habe ich gestern schon mal gesagt, das ist wie so eine Kirchenglocke, irgendwann hörst du es nicht mehr. Sag mal so, inzwischen ist der Falke auch ja nicht mehr so ein Hauptangriff, sag ich mal. Ich benutze als CD relativ viel. Aber als Dings nicht. Als Tank. Auf jeden Fall noch den einen austauschen und den Reinigungsbuff reinnehmen. Der ist dann statt dem Single auf dich und gibt auch allen ein Schild. Der Reinigungsbuff. Ja, und ich kann den halt. Im Moment habe ich ja den mit diesen Wächtergeistern, der auch ein Schild gibt, und ich kann das eben auch so skillen dann. Mhm. Dass man das Reinigungsding an, der geht auch noch öfter. Weil das ist der hier, der kleine Schild. Mhm. Was will der von mir? Ja, der springt jetzt mal so ein bisschen random rum. Kati, hol dir mal eine Helfbaule, wenn er anfällt. Nicht, dass der dich auch noch instant aus den Schuhen klopft. Ich brauch gar keine. Weiß ich nicht. Vorne ist einer. Ich hatte mein Schild an, der haut mich exakt zweimal und ich bin weg. Ja. Merkst du was? Welche Klasse bitte? Kati hört mich nicht um. Kati ignoriert dich im Fall. Wow, was Violettes! Oh, ein Archer Amulett. Du solltest dir eine Hellstufe holen, aber. Ach so, ich war gerade voll konzentriert. Ja. Hm. Habt ihr auch was Violettes bekommen? Ja. Nee, ich hab ein 78er blaues Gunner Amulett gekriegt. Ich hab auch was Violettes bekommen. Ich hab ein Cryomancer Amulett, ganz toll. Ja, ich Archer. Ich meine, ich habe den Archer ein bisschen geskillt, aber nicht fertig. Ich kann mich immer wieder umzugucken, wie ich halt sag, ja, wie geht's los? Oh, jetzt kriegt ihr die einmal weg. Dieses aus dem Wirbel rausziehen mag ich ja gar nicht. Ich auch nicht, weil ich mich mal in den Schild verguckt und ich bin tot. Ja, mach du mal. Ach, die haben PvP jetzt vorübergehend deaktiviert, wahrscheinlich wegen dem Bug. Gut, dass wir die Tafeln schon haben. Ich hab auch nicht. Das wäre nein. Ja, besonders toll natürlich für die Leute, die jetzt noch ihre Münze oder so brauchen. Ihren Ring. Geht auch so. Also ich habe bis jetzt noch nie das Problem gehabt mit dem Battlefield.
Keine Ahnung, also vielleicht hatte ich da auch Glück. Alter, wo kommt denn der Damage her? Weil der sich eingebuddelt hat. Der hat ein Reflex-Schild oben, wa? Mahlzeit! Ja, der Boss von den Dingern, der hat ja auch so einen dicken Reflex-Schild. Ja. Seid ihr noch fest, Billion? Nein. Dann können wir jetzt kurz rein nochmal? Schnell durch? Wir sind gerade in einer anderen Instanz, Herr Fünfer. Ach so. Okay. Leider Gottes. Wie sieht's aus danach? Ja, warum nicht, ne? Ja, super, okay. Sag einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid, wer mit will. Mhm. Ich glaube, ich muss auch rein. Da glaube ich Doppel- oder Dreifach-Bonus drin jetzt. Das Problem ist, bei den ganzen Effekten sieht man gar nicht mehr, dass der einen Reflex hat. Ja, sehr schlecht zu sehen teilweise. Einfach nicht auf den Boss achten, sondern auf die eigene Lebensleiste. Ja, der macht aber auch so irgendwie. Ja, ich bin jetzt mal nur stehen geblieben eben. Ja. Ich hab das Schild weggemacht und mir noch ein 8K reingedrückt. Also ich hab keinen Damage drauf gemacht. Denk bitte bei dem Mob hier auch mit dem Reflex-Schild, ja. Und wenn er sich einbuddelt, in Bewegung bleiben, sonst ist das ein One-Hit. Der hat zwar nicht viel Life, aber wenn der euch erwischt, seid ihr tot oder wenn ihr euch selber tot macht. Jupp. Versucht das Reflex. Das kannst du am besten ansagen, wenn er sich einbuddelt, weil das sehen wir hinten unter Umständen nicht. Reflect. Damage Drop. Jetzt könnt er wieder. Jetzt? Achtung! Nee, noch nicht. Jetzt hat der Reflex. Damage Stop. Der Sayuri rennt ein Viech her, das müsst ihr mal wegmachen, Leute. Ihr müsst da schon drauf achten. Aufpassen, am Strand läuft der Raptor lang. Boah. Wow, Reflex, das ist schon. Hier hinter dir ist der Raptor, da muss ich ein bisschen aufpassen. Der biegt gleich ab, glaube ich. Jetzt schon wieder haut die Äpfel. Au. Reflex Shield. Gut. Reflex. Ah, scheiße, Reflex, dann auf der Bombe. Ja, jetzt können wir die Eltern machen und kaputt. Das Scheißding ist genau unter mir rausgekommen, ey. Ich vermisse so ein bisschen diese Animation, dass der sich nicht einbuddelt. Ja, macht er halt irgendwie nicht. Er fängt einfach an, rot zu glühen und das war's. Ja, und plötzlich kommt Ed. Denkt an, der Raptor ist in der Nähe, ne? Nicht, dass er direkt rein. Dann, oh, da kommt er auch schon an. Ja, ich hab mich verirrt.
Unglaublich, die Alte. Ich weiß. Das hat man davor auch Frauen mit im Wald nennen. No. Schaffen die eh nur noch den einen Bus. Das war krass von der Zeit her irgendwie. So, geht los. Reflex. Vorsicht! Hol die Heldkugeln, da Judith. Danach kommt Ed, also in Bewegung bleiben. Reflex Schädlung. Reflect. Achtung, jetzt kommt die Weg durch. Noch nicht? Da kommen die jetzt. Unter mir. Pünktlich wie die Deutsche Bahn, ja. Ich habe keine Ahnung, was mich gerade umgelegt hat. Ja, die Ads, wenn die aus dem Boden rauskommen. Ich war in Bewegung und kein Ad hat mich getroffen. Na, wo bin ich? Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr veraltete Version von dem Boss. Die Scheiße ist halt, dass du teilweise die Ads dann wegerehen musst, der in dem Moment den Schild hochmacht, sich die Leute selber umblasen. Ziemlich dämlich. Deswegen mache ich jetzt bei den Ads noch Single-Tage. Oder gucke, dass ich mein AE-Feld dahin lege, wo der Boss nicht steht. Ey. Komm, mach das Vieh noch weg, wird doch kommen leicht. Wow. Reflect Shield, Vorsicht. Ja, natürlich. Aha. Solltet ihr darauf achten. Habt ihr noch Health-Dinger hier, Medipack? Hab ich den Fight schon benutzt. Achtung, kommt bestimmt nochmal ein Reflect. Ja, Reflect ist an. Ja. Macht jetzt nur noch Damage auf den Mob da, ey. Scheiß auf die Ads. Okay. Zurück. Komm, das schafft er. Jetzt komm. Nein. Ja. Der hat sich selber umgebracht wegen des Reflects meinerseits. Ja, können wir hier auch. Brauchen wir hier gar nicht weiter. 19 Uhr wird zurückreflected oder was? Hm? Ah, nix. Einfach irgendwie so Reflect War. Wir können den Raptor versuchen. Ja, also generell, wir müssen den Boss nur in der Zeit anfangen, das hatte ich schon mal. Dass wenn du den Boss in der Zeit anfängst, ja, und der eben schon für den im hier und für den, ja, dann lass doch den Raptor hier versuchen. Vielleicht, ja, geht das ja noch. Vielleicht, ja, kriegen, ja, wir den ja mal. Versuchen können wir. Denk vor. Wie gesagt, wir, ja, müssen. Ja. Okay. Einen anderen Boss kriegen wir nicht mehr. Nee. Das schaffen wir vom Trash-Prügeln her. LOL! Okay, ich glaube, den sollte man nicht probieren. Ich bin doch nur hingecharged. Ich glaube, das ist was für Fernkämpfer, wie es aussieht. Nee. Ich glaube, da muss man nur ausweichen. Ja, ich glaube auch. Wenn man jetzt gerade mal so beobachtet, der macht ja nur diesen Sprung. Jetzt macht er wieder den Sprung. Im Prinzip kann der gar nichts.
Jetzt kommt wieder der Sprung. Und wenn der dich erwischt, bist du One-Hit. Du brauchst kein Schild und gar nichts bei dem Boss. Ja, okay. Also wissen wir jetzt auch, wie der funktioniert. Also ist der gar nicht so schlimm. Hat einer einen Resurrect? Ja, wenn, dann auf Opti. Opti ist ja, deswegen. Mehr Sinn. War da noch so ein Ding? Ich glaube, ich hab noch so ein Teil. Hier oben auf dem Gras. Direkt unter ihm, also das... Ja, ich hab... Bin unten am Strand. Hat's geklappt? Ich hab gedrückt. Bisher nicht. Get ready for the resurrection. Jetzt. Ja, jetzt. Warte, mach. Okay, jetzt ist er gerade gut. Juhu! Da liegt auch direkt der Hellstube, hol dir die Opti. Nur ne, Vorsicht. Ja, immer Vorsicht, wo er hinspringt. Ansonsten kann er gar nichts. Ist voll behindert. Fährt doch immer hin. Elfkugel. Wasser. Ja gut, wenn man die Mechanik erstmal kennt, ne? Aber das ist doch in jedem MMO mit jedem Boss so. Aber dass die leichter werden, wenn man versteht, wie sie funktionieren. Weil er macht ja wirklich gar nichts, was er den Sprung macht. Ne, macht null Schaden. Ich glaube, das wird immer schneller. Ja, aber... naja. Ja komm, wenn du in Bewegung bleibst, dann rennst du halt im Kreis um ihn rum und machst Schaden. Vor allem als Fernkämpfer ist das super easy dann. Ja, ja. Dann nimmst du 5 Kanal, ratter, ratter, ratter. Ja, ja, ich merke das schon. Hier wird an meinem Stuhl gesägt. Der braucht schon Pink. Ja, Quack. Nur weil der Boss jetzt gerade mal so funktioniert. Cool wäre natürlich jetzt ein. Eine Eiche mit einem Reflect Shield. Wenn er das oder kann, halt oder ein Dingens. Im Prinzip musst du auf ihn Aggro ziehen und dann ausweichen wieder hüpfen. Der musst du gar nicht machen da, ne? Ja, aber mach keine Experimente auf die. Kurz bevor der Tod ist, kann ich gerne versuchen zu reflecten. Schon ganz, ja, kannst du ja mal machen, wenn er noch 5% oder 2% oder so hat. Sollte dann aber Schadenstopp machen, dann sehen wir nicht, ob er sich selber umbringt damit. Ja, jetzt noch nicht, ne? Also nee, genau. Einfach im letzten Lebensbalken. Der Lightbringer-Schaden ist so jämmerlich, echt. Erik, weißt du, was noch schlimmer ist? Paladin, der Mensch. Das ist wirklich kranke Scheiße, Mann. Ah, aber ist ja mal gut, dass wir den mal probiert haben, ne? Das sind 5 Leute, die Mechanik von dem Bock. Also in 11 Sekunden kann ich testen. Ja, warte bis auf. Keine Ahnung, 20 Mach mal Schadenstopp bitte. Der nächste Sprung. Ja. Jetzt hat er noch 20k. 19, 18. Ja, nicht schießen, nicht weiter. Aber ich bin auch tot. Toll. ...78er Gunner. Das war legendär, Mann. Ich habe aber nicht gesehen, wie viel Schaden ich gemacht habe. Davon hätten wir ein Video machen sollen. Ich habe ein Video davon. Juhu! Eiskalt. Berserker-Amulett, juhu! Ich habe 3 78er Gunner-Amulette, die ich alle nicht anziehen kann. Aber ein schlechtes, juhu! 4.
5! Meine Güte! Ich krieg irgendwie nur noch scheiß Ringe holen. Falsche Stats, so. Der Vogel sieht irgendwie total panne aus. Ja, der geht gar nicht. Turboko halt, ne? Keine Fälle sich da. Ja, aber der Mini-Kopf, der sieht scheiße aus. Ja, ja, vor allen Dingen, guck mal, diese, die Augen, so nach dem Motto, so, nö, nö. Drogen? Das ist so aller, wir wollen einen Schokobo haben. In diesem Spiel, deswegen basteln ja, wir einen. Ja, aber er darf nicht nah genug dran sein, dass irgendwelche Leute aus dem... Ähnlichkeiten, zweibeiniger Lauf. Der kann, der versucht zu fliegen, wenn er springt. Erbärmlich. Hey, es gab Texte. Wollen wir nochmal, solange es Texte gibt. Also irgendwie hat das für mich nicht viel gebracht, nur 200 von den Kristallen bekommen. Ich habe 15 Texte gekriegt. Ja, ist klar, welche auf Easy und welche auf Impossible, dass das dann für irgendwen nichts bringt oder nicht viel. Das war doch klar.